Hallo meine lieben Freunde, ich bin's der Tobi und willkommen zurück zur 13. Folge von The Banner Saga. Wir sind jetzt doch schon weit vorgedrungen. Unsere Reise geht in die Mitte des Landes. Wir können ja mal gucken, wenn man die Karte sieht. Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Die haben wir uns schon lange nicht mehr angeschaut. Eigentlich nur am Anfang mal ganz kurz überflogen, grob. Gell? Und es sind ja zwei Geschichten, die wir haben. Die eine Geschichte... Also da, ich dachte gerade, die eine Geschichte ist hier. Mit Rook und Alet. Und die andere Seite hier drüben mit Hakon und Ludin. Und die sind jetzt angekommen in Grofheim. Der Ludin, der Menschenkönigssohn. Und Hakon, Anführer der Varl. Genau, und die ist von Schlitt hier. In Wetterfeld haben wir, glaube ich, angefangen. Und dann ein Strand. Ja, genau. Das ist die ganze Ecke hier. Jawohl. Und wir schicken die Leute immer nach Strand, weil es dort sicher ist, weil da der Weg frei gemacht wurde wohl. Und ja, jetzt sind wir in Grofheim angekommen und wie es dort aussieht, das habt ihr ja gesehen, ganz fürchterlich. Grofheim, die letzte Heimat der Varl und ihr Herrschersitz, um Gottes Willen. Und wie es gebrannt hat, habt ihr es gesehen. Gegründet von Arfinr, dem zweiten Varlkönig. Die Varl sind zwar viel herumgezogen, betrachten Grofheim aber dennoch als ihre Hauptstadt. Hier werden die Taten der Varl geehrt und alle würdigen Krieger werden am Fuß der zwei Speere begraben, wo sie angeblich Teil der Varlsmark werden. Okay, fürchterlich. Also, wie es da aussah, das hält man gar nicht aus. Ja, hier sind die beiden Speere, zwei Speere, wo die Varl begraben werden. Eine ungewöhnliche Kluft in den Bergen der Varlsmark sieht aus wie zwei große Speere vor einem Tor. Jahrzehntelang war sie ein blutiger Korridor zwischen den Varlkräften und den Wütern des Nordens, bis der zweite Varlkönig, Arfinr, sich an die Errichtung einer weitläufigen Festung machte, aus der schließlich Grofheim werden sollte, die Varlhauptstadt. Ja, ganz genau. Hier sind die beiden Speere. Okay. Und und wir waren hier in Frostweller, Skoger, die Ecke. Bitra kam uns auch ganz kurz entgegen und wir gehen hier nach drüben. Unser genaues Ziel, ich kann es euch gar nicht mal genau sagen, wo wir genau hingehen. Wahrscheinlich gehen wir auch nach Grofheim. Aber das sehen wir dann. Und hier sind wir gerade im Land Setterlund. Ja. Man hatte so große Hoffnungen bei Setterlund. Das neue Königreich von Menschen und Varl wurde es genannt. Und alle, die sich nach eigenem Land sehnten, sammelten sich dort. Ganze Klane und Familien zogen mit Karawanen und Bannern an die ungezähmte Grenze. Dann verschwand der Nordfellingsee. Die Bäume verkrüppelten unter den arktischen Winden und die Feldfrüchte wuchsen nicht mehr. Oh ja, verdammt. Ist richtig dumm gelaufen und jetzt geht's nach Würmsee oder Würmtoe. Am Fuße des Würmschub-Gebirges errichteten die Varl unter hohen Kiefern eine kleine Stadt mit Blick auf die Nordfelling-Einöde. Hier kommen nur wenige Leute der Abgeschiedenheit halber her. Okay, und da sind wir jetzt gerade. Und also auf dem Weg dorthin, in die Richtung. Und das machen wir. Wir können unsere Helden mal ganz kurz anschauen. Das letzte Mal haben wir geschaut und haben gesehen, dass der Onef, der hat diese Fähigkeit Durchlauf. Also er kann, er ist der beweglichste von allen und ist auch besonders geeignet, um Schützen oder geschwächte Gegner auszuschalten, die sich in den hinteren Reihen verbergen. Und das ist natürlich top, was ihn auf jeden Fall qualifiziert für einen Platz hier. Den Egil mag ich nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, warum. Ich mag ihn nicht so gerne. Und der Drückweg, der gefällt mir halt deswegen gut, weil er ist ein Speerkämpfer und er kann auch diagonal kämpfen, was ihn natürlich viel, was ihm viel Vorteile bringt. Ja. Deswegen. Und wenn er einen Charakter tötet, wird er und die Verbündeten ermutigt. Die Einheit und benachbarte Verbündete erhalten plus einen Willenspunkt. Ja, okay. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, aber der wäre gut. Aber wir haben Hogun mit dem Schlag, Flegelschlag, Dreschflegel, Blutflegel. Das ist gut. Passive Fähigkeit Schildmauer hat er. Und was hat Mogun als passive Fähigkeit? Okay, auch Schildmauer. Also die sind eineiige Zwillinge, nur mit Narbe und ohne. Und dann nach der Geschichte, die wir jetzt erlebt haben, mag ich vielleicht lieber dem Hogun die Chance geben, weil der Mogun ist ja mit Frauen gesegnet, offensichtlich. Also muss man ja gucken. Habe ich noch ein Schmuckstück zu vergeben? Ein Level 2 Schmuckstück.
was der Onef nehmen könnte. Er hat Trügwies Halskette, aber er ist Stufe 1, okay. Oddlife, ein Willenskraft bei Rast. Die Oddlife könnte vielleicht. Ah, das ist Blödsinn. Nee, okay, alles klar. Dann lassen wir so. Und dann würde ich sagen, unsere Reise geht weiter. Viel Spaß. Diese Ebenen sind fürchterlich. Oben kreisen die Vögel, okay. Ein Götterstein. Beim Götterstein lagern überraschend viele Leute. Sie sind schon lange hier, seit die Sonne stillsteht. Offenbar glauben sie, dass der Sonnengott Radomyr zurückgekehrt ist. Trotz der trostlosen Umgebung beten sie ihn an. Sie heißen die Karawane willkommen, gesellen sich zu euch und tauschen sich mit euch aus, während ihr euch erholt. Handelsgüter haben sie praktisch keine. Doch ihr Anführer und bietet euch an, was? Haben sie praktisch keine, doch ihr Anführer und bietet euch an, euch an ihrem Gebetsritual zu beteiligen. Okay, das muss ein Schreibfehler sein, gell? Aber der Anführer bietet uns an, uns am Ritual zu beteiligen. Das Angebot annehmen, fragen, was Ritual beinhaltet, höflich ablehnen, ablehnen, den Götterstein inspizieren, dann weiterziehen. Das machen wir. Ich möchte keinen Sonnengott anbeten. Warum eigentlich nicht? Möchte ich nicht. Niemand weiß, wie Radomir ausgesehen hat, da er die Abgeschiedenheit liebte. Niemals nahm er direkten Kontakt mit der Menschheit auf. Viele denken, dass er eine Schlange war, die in der Sonne lebte. Und oft heißt es, dass man an sonnigen Tagen die Schwanzspitze einer riesigen Kreatur in den dünnen Wolken sieht. Radomir gehörte stets zu den Glücksgöttern, denen die Leute für gutes Wetter, gesundes Vieh und gute Ernten danken. Das größte Mysterium bestand jedoch immer darin, dass dieser Götterstein am Grunde eines ausgetrockneten Sees gefunden wurde. Okay. Ihr rastet eine Weile und brecht dann wieder auf. Die Anbeter des Sonnengottes wollen bleiben. Ihr packt eure Sachen und kehrt auf die Straße zurück. Ja, yeah, Götterstein Radomir, Errungenschaft freigeschaltet. Wundert euch nicht, wenn da ab und zu Errungenschaften kommen und so. Das hat nichts zu bedeuten. Aber die Moral ist durchschnittlich und es gefällt mir gar nicht gut. Da werden wir 2 Tage rasten. Gute Moral. Hervorragende Moral. So. Und weiter geht's. Moral gefallen. Oh, ihr habt immer noch hervorragend. Viele Leute haben im leichten Schneefall schwarze Geier bemerkt, die über der Karawane kreisen. Die Vögel sind zwar keine Gefahr, aber sie beeinträchtigen die Stimmung des Clans merklich. Als du dich umsiehst, schießt Oddlife Pfeile in die Luft und trifft einige Male beinahe. Verschwindet! Hier gibt es keine Toten, schreit sie unbestimmt. Was tust du da? Ihr helfen, ein paar Aggressionen loszuwerden. Sie soll keine Pfeile mehr verschwenden, mit ihr auf die Geier schießen. Ja, ihr helfen, ein paar Aggressionen loszuwerden, das ist gut. Nach einigen weiteren Schüssen gelingt es ihr, einen der Geier zu treffen. Der Vogel geht zu Boden. Sie holt ihn lachend und kommt dann zu dir, um dir die schwarzen Federn zu zeigen. Weißt du, sagt Oddlife mit einem Blick auf die Karawane, viele der Frauen hier könnten schießen. Du siehst dir an, dass sie von der Idee begeistert ist. Ich glaube, ich werde einigen von ihnen das Kämpfen lernen. Okay, Oddlife ermutigen. Versuchen, Oddlifes Erwartungen zu dämpfen. Ihr sagen, dass du das für eine schlechte Idee hältst. Und ich sage euch, warum nicht? Wenn Frauen da sind und Frauen ausgebildet werden möchten, warum sollten die schlechter kämpfen? Und man kann jeden brauchen. Also, selbstverständlich. Oddlife ermutigen. Kämpfer können wir immer gebrauchen, besteigst du Oddlife. Man sieht dir an, Alette, dass du weißt, wie man Leute am Bogen ausbildet. Oddlife lächelt dich an. Sie geht, um anderen Frauen aus der Karawane den Geier zu zeigen, den sie geschossen hat. Da oben. Die Gauner, ey. Ich hab die gleich gesehen. Ich habe die in dem Moment gesehen, als das Bild hier erschienen ist. Ohne Spaß.
Geier und Geier sind ja dermaßen hässlich. Also Geier sind die Krönung der Hässlichkeit, ohne Spaß. Also fürchterlich. Voraus erspäht ihr eine ganze Anzahl von Bauern, die von Banditen umringt sind. Einer der Bewaffneten blickt über die Schulter und sagt: Götter verdammt, das hat mir gerade noch gefehlt. Hört zu, ihr mischt euch nicht ein und dafür ist einer dieser Vorratswagen euer. Die Bauern sagen zwar nichts, aber ihre Blicke flehen euch an. Was geht hier vor? Nichts, was euch anginge, gebt ihr zurück. Und bevor ihr anfängt zu klugscheißen, das sind meine Clanmitglieder. Die dachten, sie könnten sich mit sämtlichen Nahrungsmitteln des Dorfs aus dem Staub machen. Ich will nur von euch, dass ihr weiterzieht. Also nehmt euren Anteil oder lasst es. Der ist ein richtig unfreundlicher Typ. Also gibt's. Der Mann dreht sich dir vollständig zu und schüttelt den Kopf. Ich habe schon befürchtet, dass ihr solche seid, sagt er nur, ehe die Banditen sich auf euch stürzen. Also doch Banditen? Aha, ich dachte, es sind keine Banditen. Ich dachte, es sind ehrbare Kämpfer. Und es ist ein Clan. Doch nicht. Tja. So, und jetzt gibt's richtig eine. Oh nein, ich hasse diese Flegeltypen. Oh Gott, wie ich die hasse. Ich hasse die von ganzem Herzen, wie man jemand hassen kann. Huch. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das am dümmsten machen. Das hier ist gar nicht so schlecht. Er kommt natürlich... Er kommt vor. Ups, hoppla, so. Na. Hier rüber und er kommt... Ja, so. Wir machen eine kompakte Formation. Das scheint mir gut zu sein. Und jetzt bete ich, dass ich da keine Probleme kriege. Super, sauber. Mach keinen Blutflegel. Oh Gott, war viel schlimmer als ein Blutflegel. Und ich hasse Blutflegel. So richtig. Da läuft sie. Und schießt in. Oh mein Gott. Eieieiei. Und wie geht der Durchlauf jetzt? Ne, der bringt uns nichts. Der einzige Durchlauf hier ist ein Durchlauferhitzer, den wir hier machen können. Deswegen gehen wir hier hin. Jetzt könnten wir einen Durchlauf machen. Hier durch. Ja, okay. Machen wir aber nicht. Oh, schwach. Bringt uns gar nicht viel. Nein. Nein, um Gottes Willen, Blut ist schon im Eimer. Verflucht. Ging das schnell. Das ging viel zu schnell. Das ging viel zu schnell mit Rook. Eieiei. Ärgerlich. Weil unnötig. Total unnötig. Naja, gut. Wie war das? So, und jetzt hier runter. Okay. Jetzt, Mensch. Mein blutpfleglerischer Freund. Doch, haben wir auch mal einen guten Blutpflegel hingelegt. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Natürlich kommt es einem selber immer anders vor, wenn der Gegner den Blutpflegel macht. Und man richtig auf die Mütze kriegt. Na, der Frauenschlechter wieder. Hihi. Schlimme Geschichten hier, aber gut, so ist halt. Und schaut euch an, wie Alet schießen kann, wie stark, richtig kräftig von Bogenschützen. Oh je. Und jetzt bitte einfach erwisch ihn. Gut, sauber. Sauber. Dann machen wir jetzt, ne, wir machen den Blutflegel, hallo? Auf ihn hier. Ja. Scheint noch das Beste zu sein. Da kriegt man gleichermaßen Rüstung und anderes runter. Au, 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 au.
Schade, weiter können wir nicht. Obwohl, wir können den Durchlauf jetzt machen, oder? Ja. Gut. Also hat uns deine Agilität hat uns schon genützt. Und Alette, die eigentlich auf Menschen schießen will, da schießt sie doch auf Menschen. Ja, gut. Ja gut, da schießt sie halt doch auf Menschen. So schnell geht das. Ivar wird befördert. Odleif wird befördert. Jawohl. Und Rook verletzt. Der gleich am Anfang eine reingekriegt hat. Das muss ich mal irgendwie schauen, wie man das verhindern kann, dass er gleich am Anfang immer untergeht. Die Banditen sind entweder tot oder geflohen. Und die Bauern danken euch überschwänglich. Es ist wahr, was er gesagt hat, meint einer zu dir. Wir haben das Essen genommen und sind gegangen. Mögen die Götter mir gnädig sein. Ich hätte sie sterben lassen. Zögernd reihen sie sich in die Karawane ein. Okay. 22 Vorräte, 37 Clanmitglieder. Beides nicht viel. Und wir machen trotzdem unser Lager. Schließen das... Was soll ich sagen? Wir schließen das Lager auf? Nein. Wir schlagen das Lager auf. Und jetzt mal gucken. Das kann nämlich Odleif aufsteigen. Und das machen wir. Ja, das möchten wir. Und wir machen sie. Geben ihr eine Stärke. Und geben ihr noch eine Verkettung von Willenskraft, dass sie zwei im Kampf benutzen kann. Jawohl. Okay, haben wir jetzt ein Dreier, was sie nehmen könnte. Ein Willenspunkt pro Runde. Die ist jetzt nicht so die unbedingte Willenskraft. Braucht mit aller Gewalt. Da gibt es andere, die mehr die Willenskraft bräuchten. Ivar befördern. Ja, komm, wir machen es. Dann haben wir noch einen letzten Ansehenspunkt. Okay. Auch nicht gerade überragend. So. Und was hat er? Ausweichen? Ja, er hat das Ausweichen, das wir noch nie benutzt haben, das nie großartig kam. Aber die Willenskraft würde ihm ja zugutekommen. Aber Level 5. Ach, das ist auch Level 5 des Persky-Stein. Und Jarl-Siegel gibt automatisch einen Willenskraft pro Runde. Und der 20% Ausweichen. Ja, komm. Wir lassen so. Alles gut. Wir lassen so. Sehr gut. Ja, okay. Gehen wir weiter. Ansehen 1. Oh je. 84 Tage sind wir schon. Gereist. Die erstickten Schreie einer Frau erschrecken ausnahmsweise niemanden. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Schwangere niederkommen würde. Die Karawane ist vielmehr begeistert, wegen diesem ersten neuen Leben seit Beginn der Reise. Jawohl, einen Tag zum Feiern und Ausruhen bestimmen, den frisch gebackenen Eltern privat gratulieren, der Familie Extrarationen als Geschenk anbieten, nichts Besonderes unternehmen, Mutter und Kind etwas Frieden gewähren. Nein, 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 wir werden hier feiern. Selbstverständlich. Als die Frau aufhört zu schreien und das Baby damit anfängt, bricht die ganze Karawane in Jubel aus. Du hebst dein Trinkhorn der Familie entgegen. Morgen ruhen wir uns aus und feiern. Auf neue Kraft und ein langes Leben. Wieder jubelt alles. Die Leute sind froh, ihre Sorgen kurz vergessen zu können. Das ist dermaßen wichtig. 15 Ansehen. Ja, Wahnsinn. Wormtor was never the kind of place someone would build a town. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Okay, na dann schauen wir mal, wie sie uns empfangen, ob sie uns empfangen. Zu brennen scheint es ja nicht und das ist schon mal gut. Die Varl finden euch, bevor ihr sie seht. Das ist nicht erstaunlich, angesichts der Tatsache, dass ihr so viele seid. Mit gezogenen Waffen verlangen sie zu erfahren, was ihr hier macht. Als Ivar ihnen jedoch sagt, dass er jemanden namens Krummer sucht, besänftigt sie das. Gott sei Dank. Oh, Krummer, das kann nicht wahr sein. Krummer, ist lange her. Allerdings, was bringt denn Ingvar mit seinem eigenen Menschendorf nach Würmsee? Schlechte Neuigkeiten, es kommen wieder aus dem Norden. Wir haben es kaum bis hierher geschafft. Ingvar, meint der Ivar, ist das ein anderer Name?
Das ist ja furchtbar. Kommt, wir haben Essen. Dann reden wir in der Metschenke weiter. Als ihr dem alten Warl in die kleine Stadt folgt, hörst du ihn leise sagen, wenn es irgendwer anders wäre. Oh je. Ich habe mit den Kriegern gesprochen. Um ehrlich zu sein, die Hälfte will nach Norden ziehen und herausfinden, was in Blotzbalker passiert ist. Blotzbalker, okay. Einige meinen, wir sollten stattdessen nach Grofheim gehen. Niemand ist besonders froh, dass ihr hier seid. Was meinst du? Wenn es nach mir ginge, was meinst du? Wenn es nach mir ginge, würde ich hier bleiben und die Wüter kommen lassen. Aber mit euch ist das ein Problem, nicht? Wir können so viele Leute nicht lange ernähren, auch wenn sie wenig essen. Das ist eine Warlstadt. Die meisten wollen sich nur um sich kümmern. Ihr habt Frauen, Kinder. Wir könnten mithelfen und diesen Ort verschönern. So funktioniert das nicht. Die Warl sind ja hier, weil sie der Zivilisation entfliehen wollten. Nicht, weil sie eine gründen wollten. Es ist Krummers Entscheidung. Nicht mehr lange und die Wüter werden auch hier eintreffen. Das stimmt. Wenn es etwas gibt, was wir tun sollten, dann Jorunder informieren, was geschieht. Wer ist Jorunder? Der Wahlkönig. Naja, das, was einem König am nächsten kommt. Ingvar, wo hast du nur diese Leute her? Bleibt hier und ruht euch aus. Aber sobald ihr bereit seid, brechen wir auf. Ich werde die verabschieden, die nach Norden ziehen wollen. Ich selbst gehe mit euch nach Grofheim. Wieder reisen? Wir sind doch schon so weit gekommen. Nicht jammern, Mädchen. Jorunder mag einem alten, müden Wal wie mich vielleicht nicht beachten. Aber ich denke auf unseren Freund Ingvar. Hier wird er hören. Er wird auf Ivar hören? Ha! Hat er es euch nicht gesagt? Natürlich hat er das nicht. Tut, was ihr tun müsst, aber beeilt euch. Was hast du uns nicht gesagt? Hä? Mein Freund? Ingvar? Hier, Verein Ansehenspunkt 4. Oh, dann war es andersrum. Dann haben wir Verein Ansehenspunkt. Das erste Mal als 1:1 war ja richtig schlecht bekommen. Dann haben wir schlechte, einen schlechten Deal halt gemacht. So meine ich das. Haben wir auch nichts gekauft damals. 10% Chance auf kritische Treffer, aber +1 aggressiv und das Narwalhorn +1 Rüstungsschaden. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist ein mächtiges Ding. Halt wieder zurück. Wir kaufen jetzt keine Vorräte hier, auch wenn es verlockend wäre. Das mit dem Rüstungsschaden gefällt mir. Da können wir Leute, wie zum Beispiel die Alette, was hat sie an? Eine Rüstungsstärke Willenskraft, das lässt sie mal an, das ist gut. Was hat die Oddlife an? Willenskraft bei Rast, vergesst das, die hat noch nie gerastet. Ah, die kriegt das Narwalhorn und wird einen Rüstungsschaden mehr machen, oh ja. Haha, jawohl. Gefällt mir. Und wie mir das gefällt, gefällt mir richtig gut. Okay. Upgraden können wir nur den Egil, den mag ich nicht. Was kann der Krummer, was ist das für einer? Kriegskommandant, okay. Vorschub, Befehl an benachbarte Verbündete. Er setzt seine Schlachterfahrung ein, um Verbündete zu befehligen und ihnen die nächste Initiative zu verschaffen. Ah, okay. Vorzeitiges Einzelfähigkeiten, was hier meine. Okay, ja, auch nicht schlecht. Er kann einfach sagen, du bist jetzt dran. Und das ist gut. Passive Fähigkeit schwerer Schlag. Der Charakter schlägt so hart zu, dass bei dem Stärkeangriff dem Ziel benachbarte Gegner einen Punkt Stärkeschaden durch die Schockwelle erleiden. Gut. Und bei großen Zielen wie Wal oder Wütern, die mehrere Felder beanspruchen, können Auswirkungen auf viel mehr Gegner haben als Treffer bei kleinen Zielen wie Menschen. Okay. Ah ja, klar. Da können ja auch mehr drumherum stehen. Toll. Also Krummer auf jeden Fall hochinteressant. Onef hat uns schon geholfen, der war gut. Hogun hat uns geholfen mit dem Schlaghagel, fand ich toll. Oddlife war klasse und Alette ist halt einfach mächtig. Die Einfädelfähigkeit konnten wir selten benutzen, aber ja, und wenn man es genau nimmt, dann war das Schwächste der Rook. Eigentlich. Aber ich habe ihn auch einfach schlecht platziert, von daher. Krummer, hast du einen Augenblick Zeit? Eigentlich nicht, aber ich nehme mir einen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir für deine Gastfreundschaft zu danken. Jetzt hattest du sie. Wie hast du es geschafft, dass dir all die Wahl folgen? Wer ist Ingvar?
Du hast bestimmt unglaubliche Geschichten zu erzählen. Ich überlasse dich den Ausgaben. Wer ist Ingvar, das will ich wissen. Haha, das überrascht mich nicht, dass er dir das nie gesagt hat. Eigentlich ist nur überraschend, dass er es überhaupt in der Gegenwart anderer aushält. Dein Freund war vor langer Zeit einer von uns. Ich meine ein Wüterschläger. Damals wurde er Ingvar genannt. Und wenn du wissen willst, warum er seinen Namen geändert hat, fragst du ihn besser selbst. Ich bin zu alt für Klatsch und Tratsch. Okay. Wie hast du es geschafft, dass dir all die Wahl folgen? Respekt, junger Mann. Nach dem Zweiten Großen Krieg gab es nicht viel zu tun für mich. Ich begann, andere Wahl im Kampf zu unterweisen. Das war ich irgendwann leid und ließ mich in Würmzee nieder. Aber sie kommen immer noch, auch ohne Krieg. Das könnte sich jetzt aber ändern, nicht wahr? Hast du Empfehlungen, was Kämpfe gegen Wüter betrifft? Kommt drauf an, was du schon weißt. Sie bestehen nur aus Rüstung. Wenn man sie hart genug erwischt, zerbricht die Rüstung allerdings. Bring Schlacken in eine Reihe, dann explodiert eine nach der anderen. Wie in eine Reihe, okay. Wenn du eine große Schlacht, ja, das haben wir ja schon gehabt. Genau, wenn die hintereinander stehen und die Schaden gemacht haben, dann haben die gut Schaden bekommen, also auch dahinter. War richtig, richtig. Wenn du in eine große Schlacht gerätst, verbringst du die Hälfte der Zeit damit, sie in die richtige Position zu kriegen. Und wenn du siehst, wie einer seine Axt wie eine Stimmgabel verwendet, dann töte ihn rasch. Das haben wir schon gemacht und einmal auch zu spät. Manchmal kommen die Schlacken gar nicht, die er gerufen hat. Okay. Okay, ach, die kommen manchmal auch gar nicht. Okay. Du hast bestimmt unglaubliche Geschichten zu erzählen. Mag sein, mag sein. Vielleicht bin ich aber auch der langweiligste Wal, den du je getroffen hast. Das hängt davon ab, wie spannend du Kämpfe gegen Wüter findest. Frag mich wann anders, dann kann ich dir erzählen, wie wir einen toten Jochs mit Walzähnen gefüllt haben. Und warum? Okay, ich überlasse dich deine Aufgaben. Das solltest du wohl. Alles Gute, Freund von Ingvar. Okay, Ingvar genießt da großen Respekt. Da kann man nichts sagen. Sehr großen Respekt. Und Respekt können wir uns auch gegenseitig zollen, indem ihr meinem Video ein Like da lasst. Aber bitte, nur wenn es euch gefallen hat und macht euch da gar keinen Stress. Dann könnt ihr ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen, die Glocke betätigen und ein Abo. Habe ich alles erwähnt? Ja. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann macht das nicht. So einfach ist das. Ich wünsche euch einen super schönen und geruhsamen Tag. Macht's gut und bis morgen. Tschüss.